Deswegen seid ihr hier. Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freud und Frust. Denn am Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt's Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. Hamburg, Buxtehude und Köln-Süd, stimmt gar nicht, Köln-Sülz, Köln-Süd war ja der andere, rufen den Internationalen Gerichtshof, rufen Lausanne. Der erste FC Köln wurde von der FIFA und dem der FIFA-Gerichtsbarkeit zu einem Transferbann über zwei Transferperioden belegt, da man einen Jugendspieler nach Ansicht der FIFA anscheinend unrechtmäßig unter unrechtmäßiger Einflussnahme verpflichtet hätte. Das wäre natürlich der GAU, wenn das wirklich durchkommen würde. Der erste FC Köln, er hat angekündigt, Berufung einzulegen. Er hat dafür jetzt 21 Tage Zeit. Was ist, wenn diese Berufung erfolgreich ist? Was ist, wenn sie nicht erfolgreich ist? Sind wir nächste Saison ohne Spieler dann da? Was ist mit den ganzen Leihspielern? Was ist mit Jeff Chabot? Was ist? Fragen über Fragen. Das alles werden wir jetzt versuchen, mit euch hier zusammen aufzudröseln und auch ein bisschen einzuordnen. Und da bin ich erstmal sehr froh, dass ich hier die beiden Herren eben aus Buxtehude und aus Sülz an der Leitung habe. Einerseits ist der Erik am Start. Moin Erik, grüß dich. Ja, moin, hallo zusammen. Willkommen im Überlebenskampf. Abstiegskampf war gestern, Überlebenskampf ist heute. Da nimmt jemand direkt schon das große Urteil vorweg, da bin ich ja mal gespannt. Und dann gehen wir weiter in die Stadt, in der gerade der Stein des Anstoßes liegt, nach Köln und begrüßen den Daniel. Hallo Daniel, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Und ja, wer hätte gedacht, dass wir heute Abend hier sitzen und quatschen? Nicht, dass das schlecht ist, freue ich mich ja drüber, aber wie immer, es könnte schönere Anlässe geben. So ist das wohl. Ja, ich erzähle mal unseren Zuschauern, was sie jetzt erwarten wird. Die Sendung wird sich in zwei Teile gliedern. Der erste Teil ist ein vorab aufgezeichnetes Interview mit dem legendären, oft kopierten, niemals erreichten Khaled Nahar. Den kennt ihr alle von Khaled erklärt euch die Welt. Also insofern, glaube ich, wird euch da ganz viel Interessengewinn hinterher bei rausspringen für euch und Kenntnisgewinn vor allen Dingen. Wenn dieses Interview durch ist, dann reden wir drei hier über das, was Khaled uns erzählt hat und über die Situation als solches. Dieses Interview haben Erik und Daniel mit Khaled Nahar, der übrigens für die Sportschau, für DLF Sport und für den WDR tätig ist, und auf Twitter eben in ganz langen Threads immer alles erklärt, von FIFA-Urteilen über Auslosungsprozedere bei europäischen Wettbewerben und so weiter und so weiter. Und der hat eben euch beiden jetzt Rede und Antwort gestanden über diesen Transfer-Bann. Das ist ein super interessantes, sehr munteres Gespräch geworden. Das würden wir jetzt einfach einspielen. Der Twitch-Chat kann gerne während des Gesprächs schon mal Fragen stellen. Die sammeln wir dann alle. Und dann, wenn das Gespräch in ungefähr 26 Minuten vorbei sein wird, dann reden wir über alles. Wollt ihr beiden, die dabei waren, noch irgendwas zu dem Gespräch sagen? Ich möchte mich eigentlich nur an dieser Stelle ganz kurz nochmal beim Khaled, sollte er es hier hören, bedanken. Das war sehr kurzfristig. Wir haben ihn heute kontaktiert und gleichzeitig dann auch die Zusage für heute Abend bekommen. Und unglaublich professionell, aber das werden wir ja gleich alle hören, professionell wie Khaled das gemacht hat. Vielen, vielen Dank dafür, dass wir dieses Gespräch führen durften. Genau, ich danke auch euch beiden, dass ihr da so spontan das mit dem Khaled zusammen auf die Beine gestellt habt. Habt ihr auch euch so viel Dank für verdient, wie Khaled selber. Und ich gebe es ja zu, Khaled erklärt es so ein bisschen mein Kink. Also ja, ich bin jetzt selber absolut, sehr gespannt. Das war absolut professionell und interessant. Und hört es euch an und legt euch die Taschentücher bereit. Und genau. Tickert gerne die Fragen in den Chat rein. Genau. So, dann würde ich mal sagen, lass erstmal den guten Khaled zu Wort kommen. Achtung, Mats ab. Ja, hallo Khaled. Vielen Dank, dass du kurz Zeit hast. Kannst du uns mal bitte kurz erläutern, was eigentlich beim FC gestern passiert ist? Ja, hallo, grüß euch. Also, wie ihr mittlerweile alle mitbekommen haben dürften, geht es um einen Spieler aus der U19. Das ist Jaka Kuba Potočnik. Der kommt aus Slowenien,
ist am 17. Juni 2005 geboren und der hatte laut der FIFA dieses Urteil, was ja gestern alles ausgelöst hat, einen Vertrag bei Olimpia Ljubljana in Slowenien vom 1.6.2021 bis zum 30.6.2024, also ein Dreijahresvertrag. Die Mutter hat diesen Vertrag unterschrieben, weil der Junge damals 16 war. So, diese Mutter beschwerte sich dann aber bei dem Club darüber, dass es nicht eingehaltene Zusagen gibt. Zum Beispiel, dass er mit der ersten Mannschaft trainieren soll und dass er eine individuelle Förderung bekommt und auch, dass er bei einer Ablöse von mehr als 100.000 Euro ins Ausland wechseln dürfe. Diesen Brief hat sie am 23. Januar 2022 an den Club verfasst und einen möglichen Transfer spricht sie auch ganz konkret darin an. So, das war der Beginn des Ganzen. Gut, vielen Dank. Das war ein guter Überblick, damit wir die gleiche Basis haben. Wie geht das jetzt weiter? Welche Positionen beziehen Ljubljana und der FC dazu ein und wie hat Ljubljana denn reagiert? Also Ljubljana hat dem Urteil zufolge, da wird der ganze Ablauf halt geschildert. Zwischenzeitlich versichert der Mutter, dass sie ja noch auf den Jungen bauen wollen und dass der ja weiter gefördert werden soll, dass sie sich keine Sorgen machen soll. Also die haben dann reagiert in dem Sinne, ja, das bleibt alles so bestehen. Aber das sah die Mutter dann anders. Und am 30. Januar 2022, also eine Woche nach der ersten Beschwerde, hat sie den Vertrag gekündigt. Einen Tag später, am 31. Januar 2022, kam dann laut FIFA der Vertrag in Köln zustande. Und der FC habe dann in diesem Transfer-Management-System, man muss dazu wissen, dass die internationalen Transfers im Fußball über die FIFA ablaufen. Die werden über ein System bei der FIFA abgewickelt und da hat der 1. FC Köln quasi angegeben, dass der Spieler jetzt kommt und der sei out of contract, also nicht unter Vertrag. Und Ljubljana beschwerte sich darüber, dass der Transfer stattfand. Der FC bat irgendwie um eine Rechnung, weil man muss ja dann eine Ausbildungsentschädigung den Regularien zufolge zahlen an den Club. Ljubljana hat das abgelehnt, damit der Transfer nicht irgendwie als legitimiert gilt. So, und damit ist im Grunde der Ablauf der ganzen Geschichte erzählt, der in der Urteilsbegründung dargestellt wird. Welche Position nimmt Ljubljana ein? Der Vorwurf von Ljubljana lautet jetzt halt, dass der Vertrag einseitig und ohne Grund gekündigt worden sein soll. Und nicht nur ohne Grund, sondern, und das ist das Wichtige, unter Einflussnahme des 1. FC Köln. Das ist im Grunde der ganz entscheidende Umstand dabei. Für diese mündlichen Zusagen, also Training mit der ersten Mannschaft und all dies, gäbe es eigentlich keine Belege, auch nicht für diese vermeintliche Ausstiegsklausel von 100.000 Euro, die greifen soll. Das sei alles nicht vertraglich festgehalten. Und der Club hat dann gesagt, ja, man könnte über eine Ablöse sprechen und sprach dann von Verhandlungen mit Dinamo Zagreb. Und die sollen 2,5 Millionen Euro geboten haben und die man dann quasi vom FC verlangte. Und der Spieler sagte aber dann, das Angebot von Zagreb, das ist frei erfunden und ist ihm auch nie mitgeteilt worden. Und 2,5 Millionen Euro würden auch unlogisch klingen, dem kann man vielleicht folgen, wenn der Spieler irgendwie monatlich nur 1.200 Euro bekommt. Also das ergibt nicht so richtig Sinn. Und der Spieler sagt, diese mündlichen Zusagen, wie diese Ausstiegsklausel und wie das Training mit der ersten Mannschaft, die seien ihm bestätigt worden in einem Brief. Und das könnte noch wichtig werden, wenn das denn stimmt. Okay. Und die Position vom FC, wie lautet die dazu? Die sagen halt, es hat im Dezember 2021 eine Kontaktaufnahme gegeben. Zu dem Zeitpunkt habe es aber längst kein Vertrauen mehr gegeben zwischen dem Spieler und der Mannschaft. Und der Spieler habe bei Ljubljana ohnehin nur wegen falscher Versprechungen unterschrieben. Und der FC habe dem Spieler auch nur ein sehr geringes Gehalt angeboten, so dass das kein Abwerben war mit Geld in dem Sinne, also es halt auch keine Rolle gespielt haben könnte. Sie sagen also, sie haben im Grunde mit dem Vertragsbruch nichts zu tun, sondern der Spieler, er habe kein Vertrauen mehr zu dem Club gehabt und er sei ohnehin halt unter falschen Umständen in den Vertrag hineingelockt worden und deswegen sei dieser ganze Transfer rechtmäßig. Und wie begründet jetzt die FIFA daraufhin das Urteil? Ja, man muss sich das ganze Ding mal angucken. Also das heißt Kammer für die Beilegung von Streitigkeiten. Das könnte ich mir auch gut bei meinen Kindern vorstellen. So eine Kammer, der Name ist ein bisschen komisch. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt Gianni Infantino da irgendwo in Zürich in der FIFA in der Zentrale sitzt und denkt sich, so, jetzt bin ich mit dem DFB fertig, jetzt schnappe ich mir die Kölner. Das ist halt schon eine Kammer, die irgendwie ihre Legitimation hat. Und da sitzen drei Menschen, die dieses Urteil fällen. In diesem Fall waren das zwei Niederländer und ein Portugiese. Ist nicht der Beginn eines Witzes, keine Sorge. Aber die drei sind halt durchaus in ihrem Fach offensichtlich berufen. Der eine ist Schlichter am KAS mehrfach gewesen, also am Internationalen Sportgerichtshof, der ja gleich noch wichtig wird. Der andere ist ein Jurist der Internationalen Spielergewerkschaft FIFPRO und der dritte ist ein Jurist der Clubvereinigung ECA. So, also da sind schon durchaus honorige Menschen vertreten, erstmal auf den ersten Blick. Und die drei sagen halt, der Spieler und Köln haben halt Zeugenaussagen und E-Mails als Beweise vorgelegt. Und auch Ljubljana habe diesen Zusagen, dass die gemacht worden seien, gar nicht mal so vehement widersprochen.
Aber trotzdem, dieser Vertrauensbruch, auf den sich der FC beruft und der Spieler beruft, der sei nicht hinreichend belegt, um eine Begründung für die Beendigung dieses Vertrages darzustellen. Und die Kammer folgte dann der Argumentation von Ljubljana. Potocnik hat also seinen gültigen Vertrag nur gekündigt, um in Köln zu unterschreiben. Die Feststellung war dann, es ist ein schwerwiegender Vertragsbruch, ein grundloser. Der Spieler musste dann einen Geldbetrag an Ljubljana bezahlen und wurde für 4 Monate gesperrt jetzt. Eine wichtige Zeile in dieser Urteilsbegründung ist aber, die Kammer hat betont, dass der ganze zeitliche Ablauf, was ich zu Beginn erklärt habe, also am 30. Januar wurde der Vertrag gekündigt und am 31. Januar wurde der Vertrag in Köln unterschrieben, dass dieser zeitliche Ablauf des Falls, wörtlich steht da, tatsächlich das Bestreben des Spielers widerspiegelt, über seinen gesetzlichen Vertreter, die Mutter, den Vertrag mit dem Kläger zu kündigen, um einen neuen Arbeitsvertrag mit einem, Achtung, so prominenten Verein wie dem 1. FC Köln abzuschließen. So, und dann hat die Kammer gesagt, einstimmig alle drei, dass der Spieler keinen berechtigten Grund hatte, diesen Vertrag zu kündigen. Und da geht das ganze Unheil für den 1. FC Köln im Grunde los. Und das wird dann jetzt auch dem FC vorgeworfen. Das ist das ganz Entscheidende, denn dem 1. FC Köln wird jetzt nachgesagt, er sei nicht in der Lage gewesen, hinreichende Beweise für eine Entkräftung, jetzt wird es ein bisschen technokratisch, der Vermutung vorzulegen, dass er hier der Verursacher der Vertragsverletzung des Spielers war. Also auf Deutsch, er konnte nicht widerlegen, dass er den Spieler nicht angestiftet hat, diesen Vertrag zu brechen. Die Kammer sagt, das habe sich klar aus den vorliegenden Tatsachen und Beweisen ergeben. Also wir sagen zweifellos, der FC hat den Spieler dazu im Grunde angestiftet oder hat nicht beweisen können, dass es nicht getan hat. So ist, glaube ich, besser formuliert. Und da ist das Problem, denn es gibt ein in diesem Fall das entscheidende Reglement zum Status und Transfer von Spielern der FIFA. Und da steht klar drin, wenn ein Vertragsbruch als erwiesen angesehen wird, das ist der Fall, das hatten wir eben, dann muss der neue Club, also der FC, beweisen, dass er nichts mit diesem Vertragsbruch zu tun hat. Und das hat der FC halt nach Ansicht der Kammer nicht geschafft. Und in den Regeln steht halt auch ganz klar, was dann passiert. Dann erfolgt die Strafe 2 Registrierungsperioden, die meisten würden sagen Sommertransferfenster oder Wintertransferfenster, 2 Registrierungsperioden darf dieser Club dann keine Registrierung von neuen Spielern als Sanktion vornehmen. Was sind dann die Auswirkungen für den 1. FC Köln? Ja, eine ganze Menge. Fangen wir mal mit dem Augenscheinlichsten an. Das Urteil betrifft natürlich vor allem erstmal die Profis. Du darfst keinen Spieler registrieren. Das heißt nicht, dass du keine verpflichten darfst, aber egal wen du holst, kannst du nicht registrieren und damit darf er auch nicht spielen. Jugendspieler dürfen auch nicht verpflichtet werden, schrieb mir die FIFA vorhin noch. Bis zu welcher Altersklasse das hinuntergeht, ging daraus nicht hervor. Ein wichtiger Aspekt für den Club ist noch, dass das Frauenteam davon ausgenommen ist. Also die dürfen weiterhin Spielerinnen registrieren und verpflichten. Die Männerteams, die Jugendspieler, da heißt es jetzt erstmal, Stand jetzt, das geht nicht mehr. Für 2 Registrierungsperioden, also im Sommer 2023 und im Januar 2024. Aber ist das Urteil schon rechtskräftig? Nein, es gibt ja auch diese Einspruchsmöglichkeit. Also der FC kann jetzt erstmal weiterhin so viele Transfers abschließen, wie er will. Wie gesagt, die dürfen halt nicht spielen. Es ist halt, wie gesagt, kein Transferverbot, es ist ein Registrierungsverbot. Was bedeutet das jetzt für den Transfer von Paccarada? Jetzt sind wir im Grunde bei den ganzen Fragen, die heute überall aufploppen und die sind eigentlich auch klar geregelt. Also da sagt die FIFA, der hat einen gültigen Vertrag mit dem 1. FC Köln, also die Vertragsfreiheit gilt ja, ne, und der Vertrag ist geschlossen. Das Problem ist aber halt, es ist wie gesagt kein Verbot, Verträge zu schließen, es ist ein Verbot, dass Spieler registriert werden. Er darf also nicht spielen, auch wenn der Transfer vorher schon abgeschlossen wurde, weil registrieren würdest du ihn erst im Sommer. Da muss man sich jetzt entweder mit dem Spieler einigen, also eine Möglichkeit wäre, Paccarada sagt, Leute, das wusste ich nicht, das geht so nicht, ich will nicht mehr, ich will woanders hin. Oder die wahrscheinlichste Lösung wahrscheinlich ist, du verleihst ihn für ein Jahr. Vielleicht, dass er noch ein Jahr länger bei St. Pauli bleibt, woanders hingeht und dann zum FC kommt, wenn wir wieder ruhigere Zeiten aufziehen sollten. Das ist, glaube ich, das, was am denkbarsten ist im Fall Paccarada. Und die derzeit verliehenen Spieler vom FC, fangen wir mal mit denen an, die zum 1.7. ja eigentlich planmäßig zurückkommen. Mir fallen da Obutz und Sponsel als erstes so ein. Was ist mit denen? Ja, das geht schnell. Die FIFA sagt, das ist erlaubt. Wer nach einer Leihe zurückkehrt, der fällt nicht unter das Registrierungsverbot. Das ist möglich. Da kannst du auch dich erinnern an Chelsea. Die haben ja damals ihre Transfersperre, ich sag mal, antizipiert, nachdem sie an Minderjährige herangetreten waren. Und haben dann Pulisic aus Dortmund, vielleicht erinnert sich jemand, den haben sie halt gekauft im Winter, zurückverliehen an Borussia Dortmund bis zum Sommer. Und dann kam der im Sommer ganz regulär, dann, wann sie noch haben wollten, per Leihe-Rückkehr quasi zu Chelsea, als das Registrierungsverbot eigentlich galt. Also so gibt es dann eine der vielen, vielen Regelumgehungen mit der Zahlenfußball, die Chelsea genutzt hat. Gut, so finanzstark ist der FC jetzt aber leider nicht, um sowas machen zu können. Aber was bedeutet es denn für Leute wie Katterbach oder Obig, die ja über den 1.7. hinaus noch verliehen sind?
Das ist ein kleines bisschen schwieriger. Das sind natürlich Vertragsdetails mit anderen Clubs. Ob man da jetzt einfach so ran kann, das weiß ich nicht. In den Regeln steht außerdem auch dazu ein Satz. Ich habe die englische Version nur. Da steht solely where the loan agreement expires naturally. Das klingt für mich wie, als dass dieser Leihvertrag halt auslaufen muss, also expires. Und das würde ich interpretieren als nein, das geht leider nicht. Okay, das heißt, der FC kann die nicht abbrechen. Kann ich sagen, so, Katterbach, wir brauchen dich jetzt und du bist FC-Spieler. Das ist meine Interpretation aus diesem Satz. Okay. Und was ist mit einem Spieler, der jetzt für den ersten FC Köln spielt, ausgeliehen ist? Ein Jeff Chabot zum Beispiel? Das ist auch schnell beantwortet. Die FIFA sagt, das ist erlaubt. Erlaubt heißt, der FC dürfte ihn verpflichten. Ja. Nächste Saison. Okay. So ist es. Gut, jetzt sind ja jetzt ganz viele Auflagen, die der FC bekommen hat. Was bedeuten die im Kontext auf die eingelegte Berufung? Na, der FC hofft jetzt, das wurde ja deutlich aus den Worten von Christian Keller heute, vor allem auf eine aufschiebende Wirkung. Aufschiebende Wirkung, was bedeutet das beim KAS? Wenn jetzt der 1. FC Köln Einspruch einlegt, dann hofft man ja zum einen darauf, dass die Strafe verändert oder aufgehoben wird, aber vor allem erstmal, dass sie aufgeschoben wird, bis eine Entscheidung vorliegt. Dann könnte man im Sommerfenster diese ganze Katastrophe noch halbwegs vorbereiten, was jetzt nicht der Fall ist, denn es laufen ja viele Verträge aus, 7 Stück, glaube ich, insgesamt, darunter Skiri und Hector, sind jetzt nicht die unwichtigsten Spieler. Und ja, diese aufschiebende Wirkung würde das Problem ein klein wenig verkleinern, ne? Das heißt, solange die Berufung nicht stattgefunden hat, könnte der FC dann noch aktiv werden, wenn ich das so richtig interpretiere. Dafür muss der KAS halt feststellen, dass dieser Einspruch eine aufschiebende Wirkung hat. Das muss er aber nicht. Er kann auch sagen, das hat keine aufschiebende Wirkung. Also die Strafe gilt und wir verhandeln währenddessen und kommen erst hinterher zu einem Urteil. Er kann aber auch sagen, wie gesagt, und darauf hofft der FC ja, wie Keller gesagt hat, also eine aufschiebende Wirkung könnte dann dazu führen, dass man das noch irgendwie vorbereiten kann. Das wäre schon, also so wie man das so sieht, fast eine der besten Ausgänge. Kommen wir mal zur Schuldfrage dieser ganzen Thematik. Wen trifft die Schuld? Wer ist schuld? Gibt es einen Schuldigen? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Die Suche nach einem Sündengeistbock, die wird wahrscheinlich jetzt schon laufen am Geißbockheim. Geschäftsführer damals waren Werle und Tyroff, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Namen, die man in dem Zusammenhang nennen könnte. Also Jörg Jacobs war oder ist Berater. Man könnte fragen, was wusste der Vorstand? Was muss das Nachwuchsleistungszentrum wissen? Hätte eine Rechtsabteilung die ganze Frage besser einschätzen müssen? Also da ergeben sich ganz viele Anschlussfragen draus. Klar ist erstmal nur ganz ohne Konsequenzen. In personeller Hinsicht wird das wohl kaum bleiben alles. Denn diese Regel, die dem FC jetzt zum Verhängnis wird, die hat die FIFA nicht vorletzte Woche da reingeschrieben. Ich habe mal die alte Version von diesem Reglement zum Status und Transfer von Spielern runtergeladen und die stand 2012 quasi wortgleich drin, also könnte sogar noch älter sein. Also das ist überhaupt nichts Neues und ja, der FC steht jetzt da als ein Club, der mit den einfachsten Regeln des Transfermarkts nicht umgehen könnte, auch wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Ist das Ganze aber jetzt schon eine völlige Katastrophe für den Club, denn Transfergespräche kannst du dir jetzt erstmal im Grunde schenken. Welcher Spieler sagt einem Club mit einer solchen Strafe zu? Selbst wenn die Strafe aufgeschoben werden sollte, bleibt ja, stell dir vor, du bist ein Spieler und du hast die Wahl zwischen Bremen, Köln und Freiburg und dann heißt es vielleicht, ja, die Strafe wird aufgeschoben, aber in einem Jahr darf der Club ein Jahr lang sich personell nicht weiterentwickeln. Für welchen Spieler ist sowas attraktiv? Dann wird er sich wahrscheinlich anders entscheiden. Also das ist ja anzunehmen. Und damit ist dieser Schaden jetzt schon riesig angerichtet, also und auch schwer zu beheben. Jetzt hat der Keller kritisiert, dass es gar kein mündliches Verfahren gab. Ist das normal bei so FIFA-Sachen oder wieso gab es das nicht? Ja, das habe ich auch gefragt und da war es in der Antwort der FIFA so, dass es einen Artikel gibt und da steht halt drin, dass die Kammer ihre Entscheidung erstmal grundsätzlich auf Grundlage der schriftlichen Akten trifft und nur außergewöhnliche Umstände können dazu führen, dass der Vorsitzende sagt, eine mündliche Verhandlung sei jetzt das geeignete Mittel. Und im Fall Köln gegen Juliana stellte die Kammer fest, dass es keine außergewöhnlichen Umstände gab, die diese mündliche Verhandlung notwendig gemacht hätten. Und damit Stempel drauf, Urteil. Ja, Stempel drauf, Urteil, okay. Jetzt wurde das Urteil bereits am 1. Februar gefällt. Heute haben wir den 28. März. Ja, heute haben wir den 29. Gestern hatten wir den 28. Was ist dieser zeitliche Ablauf? Da liegen fast 2 Monate dazwischen, die ja dem FC jetzt auch wirklich schwer
zu tragen kommen. Ganz kurz, das ist übrigens beim Arbeitsgericht auch so, ne? Wenn du da ein Urteil kassierst, dann machen die die Verhandlungen und dann dauert das 2 Monate, 1,5 Monate, bis du die schriftliche Begründung hast. Das ist ja Standard. Jetzt kommen wir mal auf den zeitlichen Ablauf zu sprechen. Das Urteil wurde am 1. Februar gefällt und heute bzw. am 28. März an den 1. FC Köln übermittelt. Dieses zeitliche Delta, das ist jetzt auch für den FC sehr negativ. Auch das habe ich die FIFA gefragt. Antwort war, dass im Allgemeinen der Tenor einer Entscheidung mitgeteilt wird vorab, aber nicht bei Entscheidungen, die sportliche Sanktionen beinhalten. Wenn die verhängt werden, dann werden sie nur mit der Begründung auch mitgeteilt. Und da hier sportliche Sanktion, also ein Registrierungsverbot, ist ja eine sportliche Sanktion, verhängt wurde, ist diese ganze Begründung halt verfasst worden. Das wird wahrscheinlich 2 Monate lang gedauert haben. Das Ding ist, lass mich gucken, 19 Seiten lang. Ja, dann haben sie in 2 Monaten diese 19 Seiten geschrieben und ist veröffentlicht mit Begründung. Und das scheint der Hintergrund zu sein, warum dieser Zeitversatz da vorliegt. Jetzt hat der FC ja angekündigt, dass er in Berufung gehen wird, vors KAS. Gibt's da kann man da irgendwie abschätzen, wie stehen die Chancen für den 1. FC Köln vom KAS erfolgreich zu sein? Also wenn man das Urteil so liest, wenn man sieht, diese zeitliche Abfolge, 30. Januar, 31. Januar, würde ich jetzt mit einer laienhaften juristischen Einschätzung davon ausgehen, dass der FC da als Außenseiter ins Spiel geht, aber wirklich sagen kann ich das natürlich nicht. Man kann sagen, dass die FIFA natürlich auch deutlich erfahrener ist. Die ist absoluter Dauergast vom KAS. Wenn ihr mal, es gibt eine Anhörungsliste auf den Seiten des KAS und da sieht man FIFA gegen, FIFA gegen, FIFA gegen, FIFA gegen. Das ist für die völliges Alltagsgeschäft. Für den FC ist das, fällt mir wenig ein, wo es das gab, dass der FC mal vom KAS gelandet wäre. Der Ablauf ist so, es gibt 3 Juristen wieder, die das entscheiden. Den einen, es gibt so eine Liste von KAS-Juristen, den einen benennt die FIFA, den anderen benennt der 1. FC Köln und die beiden stimmen sich dann gemeinsam über einen dritten ab, der dann der Vorsitzende ist. Es gibt an diesem Verfahren auch viel Kritik, aber so ist der Ablauf jetzt erstmal, der kommen wird. Und dann ist die Frage natürlich, die jetzt alle umtreiben wird, wann wissen wir irgendetwas? Und da kann ich nur sagen, das weiß ich nicht. Wird bestimmt ein paar Wochen dauern, bis wir alleine auch nur wissen, ob das jetzt eine aufschiebende Wirkung hat. Der FC hatte ja nach Zugang des Urteils, das war am 29. März, 21 Tage Zeit, Einspruch einzulegen. Da ist die Frage, muss der schon komplett formuliert sein und so weiter. Und wenn er das tut, dann sollte das gut aussehen, dieser Einspruch. Denn angesichts dieses zeitlichen Ablaufs wird es eine große Aufgabe, dem zu erklären, dass die FIFA da falsch liegt. Also das ist natürlich aus Sicht des 1. FC Köln wichtig, da korrekt zu formulieren in diesen 21 Tagen. Und dann wird man warten müssen, ob der KAS sagt, aufschiebende Wirkung, ja oder nein. Das wird also schon erst gleich direkt die erste ganz wichtige Wegmarke geben in dem weiteren Verlauf dieses Prozesses. Und dann kann es eine ganze Zeit lang dauern. Also die aufschiebende Wirkung, so als Beispiel, das hatte auch Russland beantragt, ist jetzt ein ganz anderer Fall, als es darum ging, dass wegen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges auf die Ukraine die Suspendierungen durch FIFA und UEFA aufgehoben werden sollten auf Antrag von Russland. Und da sollte auch eine aufschiebende Wirkung eben ermöglichen, beispielsweise, dass Russland auch an diesen WM-Quali-Playoff-Spielen teilnimmt. Das wurde abgelehnt. Ja, es gibt dann halt also schon Beispiele, wo diese aufschiebende Wirkung nicht gewährt wird, ob die Chancen darauf gut oder schlecht stehen, vermag ich leider nicht zu sagen. Ja, okay. Vielen Dank schon mal. Ich bin jetzt mit meinem ganzen langen Fragenkatalog mal durch und muss ganz ehrlich sagen, teilweise sehr erschrocken, was da alles auf den 1. FC Köln zurollen kann. Jetzt ist noch ein anderes Podcast-Mitglied, der Daniel, hier mit im Call drin. Daniel, hast du vielleicht an den Khaled noch 1-2 Fragen? Boah, eigentlich erstmal vielen Dank für deine Expertise. Kann ich hier mal sagen und für die ganzen Hintergründe, die du jetzt so ein bisschen beleuchtet hast. Für mich ist erschreckenderweise schon alles abgefrühstückt. Ich hätte halt noch die Frage gehabt, wie lange dauert das, bis die aufschiebende Wirkung geklärt ist. Das hast du aber ja jetzt schon, finde ich, ausführlich erläutert. Deswegen weiß ich nicht, mir fällt nichts mehr ein. Wahrscheinlich wird es im Nachgang noch einige Fragen geben, wie das immer so ist. Und je länger der Prozess dauert, desto mehr wird sich wahrscheinlich klären. Und ja, sportlich ist das natürlich eine Katastrophe für den FC, so oder so. Da sind wir uns, glaube ich, einig, ne? Ja, du siehst halt, also wie gesagt, was ich eben meinte, der Schaden ist halt längst angerichtet. Also überleg dir, du bist ein Spieler, ist das ein Club, wo du hin willst? Also du musst ja als Spieler denken und nicht als Fan, wie du dich beruflich weiterentwickelst, dann ist das jetzt erstmal einfach, muss man so klar sagen, schlichtweg keine Adresse. Das ist ein Urteil, was eine Vorstufe zum Zwangsabstieg ist, wenn man ehrlich ist. Ne? Also es ist, da stellen sich jetzt halt einmal die Frage, liegt diese FIFA-Kammer jetzt komplett falsch? Diese Frage stellt sich und die wird vom KAS hoffentlich rechtmäßig geklärt. Oder hat sich der FC komplett dilettantisch verhalten? Und diese Frage muss der 1. FC Köln mit sich selbst klären. Also das ist mal eine wichtige Frage für die kommenden Wochen und Monate.
Ja, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man ja sowieso eine angespannte Finanzlage hatte und hat und eigentlich darauf angewiesen ist, solche Transfers wie Hüseyin Basic zu tätigen. Also junge Spieler, die man irgendwo aus der Versenkung zieht, die Lust haben, sich hier zu entwickeln. Und gerade solche Leute wird man natürlich damit abschrecken, weil die sind jetzt, die wollen spielen und wenn die jetzt davon ausgehen müssen, dass sie nicht eingesetzt werden dürfen, dann ist das eigentlich verbrannt, meiner Meinung nach. Ne? Ja, also wie gesagt, keine Spieler registrieren zu dürfen, das ist halt eine Strafe, was ich eben meinte, das ist eine Vorstufe zum Zwangsabstieg. Ja, es geht doch mal um Hüseyin Basic, dass du so junge Spieler holst, die eigentlich quasi aus irgendeinem vierte Liga kommen. Das sind ja so Lucky Shots, die man hat und die wollen natürlich spielen und die wirst du, also solche Deals wirst du dann gar nicht mehr machen können, ne? Ja. Du kannst gar keine Deals machen. Du kannst auch keine Fehleinkäufe machen. Du kannst auch Marco Reich die nochmal verpflichten. Das kommt auch noch oben drauf. Also es ist so, dass du komplett handlungsunfähig bist. Es werden einige weggehen wollen, weggehen müssen und gehen können. Und es wird niemand Neues dazukommen. Das Einzige, was geht, das haben wir eben herausgearbeitet, sind endende Leihverträge. Es ist übrigens möglich, Amateurspieler hochzuziehen, die vorher registriert waren. Und du kannst bisher ausgeliehene Spieler fest weiter verpflichten oder auch die Leihe verlängern. Also bei Chabot wären auch zwei Wege möglich. Ne? Also das sind so die Optionen, die jetzt offen sind. Oder halt, es wäre der Second Worst Case, wenn es halt dazu käme, dass dieser Kass dann sagt, aufschiebende Wirkung, dann hätte man im Sommer zumindest Zeit, das Schlimmste vorzubereiten, auch wenn die Strafe dann danach kommt. Und das macht es ja auch nicht besser. Ne? Es macht es etwas besser. Aber du hast dann das Problem weiterhin da, dass du weiter nachhaltig unattraktiv für neue Spieler bist. Und vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen, also beim Chabot, da gibt es auch einen abgebenden Verein. Und der beobachtet die Situation ja auch genau. Und wenn der jetzt weiß, der FC kann kein Spiel mehr verpflichten, das Einzige, was er noch machen kann, ist den Chabot entweder kaufen oder verlängern, ich würde mal sagen, da werden die marktüblichen Preise rasant steigen wahrscheinlich, ne? Also außer die sind schon festgeschrieben, das weiß ich natürlich nicht. Aber ansonsten sind wir ja quasi do or die abhängig von solchen Spielern da, ne? Ja, Fußballtransfers sind in vielen Teilen natürlich ein Pokerspiel mit offenen Karten, das John Córdoba damals 17 Millionen Euro gekostet hat. Lag ja auch vor allem daran, dass alle wussten, dass der FC so viel Geld durch den Modest-Transfer auf dem Konto hatte. Ne? Das spielt ja eine Rolle dabei. Ne? Also du weißt ja immer, was der andere hat, weil ja jeder die Zeitung liest. Also. Genau, ja. Also, ja, aber es spielt halt diesmal dann dummerweise gegen uns. Dementsprechend ist halt, wie es ist, ne? Weil es hat er damals auch gegen uns gespielt. Aber ja, es ist schwierig. Da dachte man, jetzt ist ein bisschen Ruhe vom Derby und dann sowas, ne? Ist aber auch in meiner, ich weiß nicht, du bist natürlich da sehr en Detail, aber also was Vergleichbares habe ich auch noch nicht erlebt. Das, also von meinem Club, also jetzt beim FC meine ich damit. Also das finde ich schon, das gehört schon in die oberen Ränge der Kuriositäten, sage ich mal, neutral. Ja, ich sage immer mit Superlativen vorsichtig sein, gerade beim 1. FC Köln. Aber es ist halt, wenn man jetzt an Zypern denkt, das Faxgerät oder an das Black-Föß-Video bei der Sportgerichtsverhandlung, es gibt schon einige Sachen, aber das ist natürlich jetzt nochmal, es ist halt auch nicht zum Lachen wie einige der anderen Sachen, weil es sind gerade ganz ernste Momente, die diesen Club heimsuchen. Das kann man nicht anders sagen. Ja, Erik. Gut. Weißt du noch was? Hast du noch was? Nee. Also. Mein Bauchgefühl hat sich gerade nur ein bisschen durch die fachliche Expertise vom Khaled verschlechtert, was die FC-Ausgangssituation betrifft. Gut, dann nochmal herzliches Dank, dass du uns deine Zeit geopfert hast und hier Rede und Antwort standest und so tief in die Kulissen hast gucken lassen oder hinter die Kulissen. Vielen Dank dafür. Gerne. Und beim nächsten Mal hoffentlich zu einem schöneren Thema. Ja, gucken wir mal. Vielen Dank, dass du so kurzfristig zur Verfügung gestanden hast. Gerne. Super, vielen Dank. Mach's gut. Ciao, bis bald. Tschüss. Jo, das, was ihr da gehört habt, war gerade NH, WDR, Sportschau und DLF Sport unter anderem. Ja, schon heftiger Tobak, was er da so erzählt, oder? Ja, also definitiv. Ich habe jetzt gerade auch nochmal das gesamte Interview nochmal mitgehört und muss ganz ehrlich sagen, so. Wow, einige Sachen, die ich jetzt gerade gehört habe, die ich natürlich eben während des Gesprächs mit dem Khaled nicht so wahrgenommen habe, weil ich in die Gesprächsführung involviert war, muss ganz sagen, die kommen dann jetzt auch nochmal ein bisschen anders an und das ist hart. Das ist, kann man eigentlich nur sagen, hart, ja. Die Problematik finde ich eigentlich ist, dass der Schaden ja schon da ist. Also egal, was jetzt passiert, ich meine, wir haben
April im Prinzip. Morgen, übermorgen ist April. Und wie lange geht's noch? 8 Spieltage oder so, das heißt 2 Monate. Und dann eigentlich bereitet man jetzt die Transfers vor. Ne? Jetzt haben wir ja gelernt, in einer unbestimmten Zeit, ich denke mal in 4, 5, 6 Wochen, wird der Kass entscheiden, ob der Einspruch aufschiebende Wirkung hat oder nicht. Also das heißt, können wir noch Transfers tätigen oder nicht, bis das Urteil fällt in 6 Monaten oder so. Wenn das aufschiebende Wirkung hat, dann können wir zwar verhandeln, aber natürlich in einer unterirdischen Position. Ambitionierte Spieler wirst du nicht kriegen, weil die Gefahr ist, einfach ein Jahr nicht zu spielen. Das werden die nicht machen. Da musst du irgendwelche weniger ambitionierten Leute holen oder den Leuten extrem viel Geld bezahlen. Auch das haben wir nicht. Ja, das heißt, das ist die eine Option. Die andere Option ist, es hat keine aufschiebende Wirkung, dann ist sowieso der Drops gelutscht, weil dann können wir gar keinen mehr verpflichten. Dann müssen wir mit den Leuten, die jetzt da sind, minus Hector eventuell, da ist noch ein Fragezeichen, aber eher wahrscheinlich minus Hector, minus Kiri und eventuell anderen Leuten, die noch abgehen, ich weiß nicht, welchen Verträge noch ausläuft, müssen wir dann klarkommen. Und das ist ja jetzt schon schwierig, da sehe ich nicht, wie man da irgendwie die Liga halten will. Das ist also mindestens Abstieg in die zweite Liga. Dann müsstest du ja dann Leute finden, die dann kommen. Dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los, was wir die letzten Jahre schon hatten. Und sollte das Urteil dann aufgehoben werden, dann ist die Transferperiode schon vorbei. Dann können wir uns vielleicht im Winter verstärken. Ob uns das dann rettet, weiß ich nicht. Ne? Also ich finde das schon sehr ernüchternd. Das ist auch das, was mir die meiste Angst gemacht hat, diese Aussage. Das ist mir im ersten Moment gar nicht so bewusst gewesen. Erst als der Khaled das heute gesagt hat, der Schaden ist jetzt da. Und jetzt hast du halt einfach die, du hast ja gar keine Ausgangssituation jetzt gerade. Du kriegst jetzt gerade keinen Spieler, egal wie gut du die letzten Wochen gearbeitet hast. Und das ist mir heute erst bewusst geworden, dass das ja für den FC wirklich ein richtig beschissene Situation jetzt gerade ist. Ne? Und egal, ob man jetzt die aufschiebende Wirkung erreicht oder nicht, der Schaden ist da. Das tut weh. Ja, so ist es. Was ich mich gefragt habe, kann man dem FC da eigentlich zwingend einen Vorwurf machen? Also wir haben ja, das hat Daniel ja auch in dem Interview mit Khaled gerade gesagt, wir haben ja schon unheimlich viele Kuriositäten hier erlebt als Fans des FCs. Manche Sachen hängen ja auch an uns, für die wir gar nichts können. Also das kaputte Faxgerät war ja nun mal das kaputte Faxgerät von Familie Choupo-Moting und nicht von uns. Ist das hier auch so? Also ist der FC hier mehr oder weniger das Bauernopfer von einer Mutter, die ihren Jungen da irgendwie besser platziert sehen will, oder jetzt von einem abgebenden Verein, der irgendwie meint, er habe da den nächsten Superstar verloren für zu wenig Geld, das wird gar kein Geld, oder wie seht ihr da die Schuldfrage? Also ehrlich gesagt, es gibt ja immer einen, der es macht und einen, der es mit sich machen lässt. Ne? So, jetzt ist das eine Mutter mit ihrem 16-jährigen Sohn und ist jetzt geldgierig oder will die ihren Sohn pushen oder sind das legitime Wünsche? Ich kann das ja gar nicht beurteilen. Also aus meiner Erfahrung jetzt so aus dem Arbeitsalltag, wenn irgendwas in deinem Job nicht läuft, innerhalb von einer Woche anzumahnen und dann zu kündigen, ist schon sehr ambitioniert, weil wie willst du, also Missstände, du brauchst ja eine gewisse Zeit, um die sozusagen zu ändern, selbst wenn du besten Willens bist. Das geht ja meistens nicht von heute auf morgen. Zu sagen, das läuft ja nicht, der trainiert nicht richtig mit, das ist alles, das wird nicht eingehalten, dann eine Woche später den Vertrag zu kündigen, da könnte man zumindest das Gefühl kriegen, da hatte man auch gar keine Lust darauf zu warten, ob eventuell sich die Situation verbessert. Das ist aber erstmal nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass wir ein Club sind, wo ich eigentlich erwarte, dass es irgendwie eine Rechtsabteilung gibt. Leute, die halt Geld dafür bekommen, dass sie sich mit solchen Sachen beschäftigen, und die müssen noch hellhörig werden, weil diese ganze FIFA-Regularien, das hatte der Khaled ja auch gesagt, die sind ja nicht neu. Die gibt schon und die sind vor allen Dingen auch schon durchgesetzt worden. Und wenn ich sowas höre, da werde ich doch hellhörig und sage, ja, Moment mal, können wir das machen? Also im besten Fall ist es eine krasse Fehleinschätzung. Und dann muss man sich fragen, okay, wer ist denn da? Wie ist die Qualität der Leute und so weiter und so weiter? Im schlechtesten Fall ist halt schlecht gearbeitet. Ne? Aber man kann sich jetzt nicht freisprechen und sagen, ja, die Mutti, die wollte ihren Sohn da besser platzieren, haben wir alles nichts mehr mitgekriegt. Also da erwarte ich von so einem großen Club, der mit so viel Geld, auch wenn wir nicht so reich sind, aber es sind ja immer noch Riesensummen, die da fließen,
Ja, das ist ein Nachwuchsspieler und so, aber da hätte ich jetzt mir schon mehr Augenmaß gewünscht und dass man da schon alleine im Sinne des Vereins wirklich genauer zu Werke geht. Ne? Und da wird bestimmt, diese Frage wird ja intern wohl auch noch zu klären sein. Also wer dafür verantwortlich ist, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sein Posten behält. Also bei uns in der Firma wäre das unmöglich, ne? Ich glaube auch, dass also diese Regel ist nicht neu und die gibt es auch schon seit ganz vielen Jahren, dass es ist auch bekannt, dass die Beweisumkehrpflicht da ist und bei einem zeitlichen Ablauf vom 30. Januar auf den 31. Januar, das ist ja eine kleinste Mathematik, das ist das kleine 1x1 oder 1 plus 1 sogar. Und das ist doch logisch, dass der FC dann darauf festgenagelt wird. Und wenn der FC dass er festgenagelt wird, zu beweisen, dass er das nicht vorangetrieben hat und dass das ein totaler Zufall war, dass die am 30. Januar noch keinen Kontakt zu dem Spieler hatten und am 31. Januar ihn dann gefunden und verpflichtet haben. Und ich glaube, das ist halt einfach ein Thema, was dem FC gut zum Verhängnis werden kann, negativ, also gut negativ gemeint. Und es müsste ja Leute beim 1. FC Köln geben, die das damals mitgezeichnet haben. Wer das war, ob es der Werle, der Türhoff war, ob es der Vorstand war, ob es wer auch immer damals im NLZ als Verantwortlicher war, weiß ich jetzt alles nicht, auch von den Namen her. Ist auch egal, aber es wird ja Leute geben, die das mitgezeichnet haben. Und das wird definitiv noch Konsequenzen haben, weil da sind in meinen Augen Schuldige beim 1. FC Köln zu suchen. Das sehe ich persönlich so, ja. Also hier schreibt, ich bin ja der Chatbeauftragte, habe ich gelernt, und der Hans Ingo schreibt, hätte sich die FIFA wohl überzeugen lassen, hätte der FC sich von Mutti schriftlich garantieren lassen, dass man nicht auf sie eingewirkt hätte. Also ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwen lockt, weil dann könntest du ja bei jedem Betrug dir, machst du gemeinsame Sachen und sagst, schreib mir mal, dass das alles, habe ich nichts mit zu tun, dann bist du aus dem Schneider. Also so wie ich das verstanden habe oder wie der Khaled das gesagt hat, ist die Problematik, dass der FC, also er ist jetzt quasi in der Beweispflicht, den Juristen sozusagen zu beweisen, dass er da nicht Einfluss genommen hat. Und da würde ich mal vermuten, dass die Mutter befangen ist. Also das heißt, man muss irgendwie anders darlegen, dass man das nicht so gemacht hat. Und weiß nicht, wie soll es der FC das dann beweisen? Genau, das wird sehr, sehr, sehr schwierig, vermute ich mal. Ja, Keller hat es ja heute auch gesagt, beweise mal etwas, was du nicht gemacht hast. Das ist schwierig, das ist sehr schwierig. Das sehe ich auch so, ja. Also das kannst du eigentlich nur, meine ich, also ich bin jetzt auch kein Jurist, aber das kannst du wahrscheinlich nur, wenn irgendwelche Verläufe mit irgendwann ist was geschickt worden, was war das Angebot und alles offenlegen, und dann kannst du hoffen, dass sie dir glauben. Aber wie gesagt, also ich sehe jetzt die Chance auch nicht so hoch, dass man das beweisen kann, ehrlich nicht. Ja, vor allen Dingen sehe ich auch nicht unbedingt jetzt, die werden schon irgendeinen Anwalt gefragt haben. Ich gebe uns mal den Benefit of doubt, dass wir nicht der letzte Taubenzüchterverein ganz Deutschland sind. Also ich hoffe, dass sie einen Anwalt gefragt haben. Aber ich glaube halt auch nicht, dass diese Drakonie der Strafe für irgendwen absehbar war. Das sind ja gestern alle, oder vorgestern, als die Nachricht dann gekommen ist, sind ja alle vom Stuhl gefallen. Ne? Also man hat ja immer schon gehört, es gibt diese Causa Potocnik, das war ja schon bekannt. Aber dann dachte man, jo, dann kriegen sie da halt irgendwie eine Geldstrafe, zahlen da, weiß ich nicht, 2,5 Millionen oder irgendwas, tut weh in unserer Situation. Ja, aber ist dann halt so. Aber ich glaube nicht, dass absehbar war, dass die FIFA da so ein Exempel statuieren möchte. Aber das ist blauäugig vom 1. FC Köln dann, weil die Regeln gibt es. Die Regeln gibt es nicht erst seit gestern, die gibt es seit mindestens 2012. Es gibt auch diese Strafe zu dieser Regel seit mindestens 2012. Und es ist bekannt, dass wenn man dieses Urteil gegen sich gesprochen bekommt, dass man diese Strafe auch bekommt. Ne? Also das ist halt so. Das, mit diesem Urteil, dass der FC Einfluss auf die Kündigung von dem Potocnik genommen hat, ist auch ganz klar in den FIFA-Regularien geregelt, dass die kommenden zwei Transferperioden keine Spieler angemeldet werden oder registriert werden dürfen. So, und wenn man das blauäugig übergangen hat, weil man einen Spieler, der am 30. Januar seinen gültigen Arbeitsvertrag gekündigt hat, am 31. Januar unter Vertrag genommen hat, wohl wissentlich der Regel auch, dass die Beweisumkehrpflicht im Falle einer
Strafe zählt, ist es sehr blauäugig. Also das ist ja, halt nicht neu. Und zum, wie gesagt, ich bin da auch nicht so tief wie der Halle drin, aber ich habe natürlich auch, man hat ja dieses Gefühl, okay, da wird jetzt ein Exempel statuiert, aber es gibt tatsächlich schon einige dieser Urteile, die sind meistens gegen unterklassige Clubs gegangen und was war das hier, die Engländer, um wen ging es denn nochmal, Chelsea wäre das, ne? Da war es natürlich nochmal eine andere Sache, das kann man nicht so richtig vergleichen, weil da ging es darum, dass sozusagen Minderjährige angesprochen wurden, ne? Und nicht, will ich sagen, bedrängt, aber überzeugt wurden, sagen wir es mal so. Und das wollte man natürlich verhindern, aber es war eigentlich, ist das, wenn das so ist, ist das der logische Schluss. Das muss man einfach so sagen. Ja, also de jure verstehe ich, was ihr meint, aber de facto, also ich habe da so ein bisschen schon den Eindruck, so die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen, auch wenn es dann halt mal Chelsea erwischt hat. Jo, aber wenn so ein Robert Lewandowski sich bei den Bayern wegstreikt, weil er zu Barcelona will, dann hat doch natürlich auch Barcelona auf den eingewirkt, dass er seinen Vertrag bei den Bayern dann nicht verlängert. Das ist doch offensichtlich für jeden Menschen. Oder Aubameyang, der macht das bei jedem Verein, wo er weggeht. Der geht ja immer im Unfrieden, weil der neue Verein dem 3 Millionen mehr bietet oder so. Also das ist aber die Sachen, die Ausgangssituation eine andere. Bei einem Lewandowski war es sowohl bei Dortmund zu Bayern als auch bei Bayern zu Barcelona so, dass der, zumindest bei Dortmund zu Bayern so, dass Lewandowski gewartet hat. Natürlich war das Bayern-Interesse bekannt, aber der Vertrag ist ausgelaufen und er ist ablösefrei gewechselt und die Bayern haben ein halbes Jahr vorher, haben die mit Lewandowski den Vertrag dann fix gemacht. Es ist nicht so, dass die Bayern auf Lewandowski eingewirkt haben und gesagt haben, jetzt kündige deinen Vertrag aus irgendwelchen Gründen, weil du irgendwas nicht bekommen hast, was dir versprochen wurde. Kündige deinen Vertrag und wir nehmen dich einen Tag später aus, unter Vertrag, sondern hier wurde die Vertragslaufzeit berücksichtigt und daraufhin dann unter den gültigen Transferregeln oder Regularien neuer Vertrag abgeschlossen. Das ist ein Unterschied. Deswegen ist also dieser Vergleich hinkt. Ich glaube auch, ich meine auch irgendwo, ich weiß nicht, ob auf Twitter oder irgendwo in den anderen Medien online gelesen zu haben, dass vergleichbare Fälle auch in Saudi-Arabien schon häufiger vorgekommen sind. Und da wurden halt auch Strafen dann ausgesprochen. Es ist jetzt natürlich auch eine ganz andere Welt. Aber da ist so eine Region, wo man vergleichbare Sachen vorfinden könnte. Ja, jetzt weist im Chat sowohl der Labaguette als auch der Bookelf darauf hin, dass es sich ja beim Potocnik und anderen um Jugendspieler und Minderjährige handelt und dass man Jugendliche schützen wolle und das sehr entschlossen. Und Lewandowski und Aubameyang sind halt erwachsene Männer. Stimmt. Das ist richtig, genau. Trotzdem würde ich das Beispiel noch reinbringen, was Salzburg mit Liefering macht. Ne? Die holen sich da ja sämtliche Talente, die nicht volljährig sind. Und ich glaube, wir wissen alle, dass der Red Bull-Konzern natürlich kein unabhängiger Verein untereinander da ist. Ja, also aber es ist wie immer, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja. Wenn die das natürlich absprechen, wenn Ljubljana nicht klagen würde, dann wäre überhaupt kein Problem da. Mhm. Aber das Problem ist natürlich in dem Moment, wo jemand sich übervorteilt fühlt und sagt, hier, ihr habt uns den Jungen geholt, da hätten wir eine Ablöse für kriegen sollen, oder da gab es ja, glaube ich, dieses ominöse Angebot, angeblich, ich glaube, von Zagreb oder so, hat der Schalab auch gesagt, dass dann wird's halt ärgerlich, ne? Also es ist egal, wie oft du über die rote Ampel fährst, aber wenn du einmal geblitzt wirst, dann ist es das halt, ne? Das ist richtig. Ja, okay, sehe ich ein. Kann man da nicht mal eine neutrale Anzeige stellen? So anonyme Anzeige irgendwie? Naja, egal, führt jetzt zu weit weg. Aber letzten Endes, Ljubljana wollte halt mehr Geld haben, ne? Wollte ja mehr Geld für den Spieler bekommen. So, hat das nicht bekommen. Der FC hat sich, hat den Geld geboten. Laut Keller-Interview heute eine Summe, die über dem Betrag ist, den die jetzt von der FIFA zugesprochen bekommen haben, macht aber keinen Unterschied, weil Ljubljana hat geklagt. So, und damit ist, wie Daniel gerade gesagt hat, damit ist ein Kläger da und dann greift ein Gericht mit ein. So, und dementsprechend, ich weiß auch gar nicht, die Frage habe ich ganz vergessen zu stellen, was denn jetzt wäre, wenn FC und Ljubljana sich jetzt nochmal an den Tisch setzen würden und sagen, pass auf, ihr wolltet 2,5 Millionen, wir bieten euch jetzt 500.000, dann einigen wir uns bei 700.000 und ihr zieht die Klage zurück. Ob sowas dann möglich wäre, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, das halte ich noch für den
Best Case irgendwie, ne? Dass man dann halt in den sauren Apfel beißt und dann mal da. Du hast jetzt ein Urteil, ne? Du hast jetzt ein Urteil. Ich weiß nicht, ob dann, wenn du ein Urteil hast, eine klare Rückziehung, ob die noch möglich ist. Naja, das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig wegen des Einspruches vom FC. Das heißt, wenn sich jetzt die beiden Parteien außergerichtlich einigen, ich bin jetzt auch nur ein Laie, aber dann müsste doch eigentlich dann der Fall erledigt sein, solange es nicht rechtskräftig ist, ne? Ein Aufruf an alle Juristen, die unseren Podcast hören, wenn ihr dazu was sagen könnt. Oder an Khaled. Oder an Khaled, genau. Ruf dir mal schnell in der Kneipe an. Khaled. Hier ist aber, noch eine Frage von. Der Yazımat schreibt ja auch, dass er glaubt, dass Lewandowski kein guter Vergleich ist, aber dass er bei dir ist, Dennis, dass er glaubt, dass beim größeren Club das nicht passiert ist. Das sehe ich nicht so, weil das ist nämlich bei Chelsea auch passiert. Nur, Chelsea hat halt dann so gemacht und hat dann ganz viel Spieler gekauft, hat die dann verliehen für ein halbes Jahr und dann im Sommer, wo dann der sozusagen das Meldeverbot sozusagen gegriffen hat, haben sie die einfach zurückgeholt. Genau. Die von Dortmund. Ich habe wieder vergessen, wie der hieß, Erik. Pulisic, genau. Den haben sie dann ganz schnell gekauft, haben den dann hinter der aufschiebenden Wirkung nach verliehen und haben ihn dann im Sommer, ist die Leihe geendet, ist er zurückgekommen, da hatten halt die Leute. Aber haben wir natürlich in Köln nicht die finanziellen Mittel dafür, ne? Ja, das Bittere ist halt, dass wir gar keine Transferperiode haben, ne? Das kommt noch hinzu, ne? Chelsea wusste es ja anscheinend zu Beginn der Wintertransferperiode, weil die Prozesse da gerade abgeschlossen waren und konnte halt diesen Pulisic-Deal noch einfädeln. Das wäre halt so, als wenn wir dann Lea Paccarada gegen Ablöse geholt hätten und direkt wieder an St. Pauli zurückverliehen hätten, na, dann im Winter. Dann hätten wir ihn im Sommer jetzt wahrscheinlich haben können. So muss man natürlich gucken, was passiert. Ich finde, dazu passt aber auch die Frage von Hans Ingo hier im Chat. Darf Chabot denn auch spielen oder darf der FC ihn nur verpflichten? Könnt ihr mal beschreiben, wann registriert wird? Ich glaube, verpflichten kann er alle. Also, das hat er, Schalt uns auch zwei, dreimal noch erklärt, auch off-air. Also, es ist so, verpflichten kann man 150 Spieler. Die können jetzt alle Bayern-Spieler kaufen. Du darfst die aber nicht melden. Das heißt, du hast die dann zwar gekauft, ja, aber die dürfen nicht im Wettbewerb für dich starten. Und das ist das Problem. Mhm. Der Chabot ist aber schon bei uns gemeldet. Der dürfte dann auch spielen. Genau, also das Stichwort ist, sie dürfen keine neuen Spieler registrieren. Es ist nämlich so, also jede Registrierung endet immer zum 30.06. von jedem einzelnen Spieler, egal ob der noch 10 Jahre Vertrag hat oder nicht. Und du musst hier alle neu registrieren zum 1.07. Das darf der FC auch, aber nur mit Spielern, die jetzt schon bei ihnen registriert sind. Nicht mit neuen Spielern, die quasi von extern kommen. Das heißt, Chabot dürfte ganz normal gesigned werden, sozusagen. Und mit Spielern, die vom FC ausgeliehen sind und deren Rückgabe oder Zurückkommen zum FC zum 1.7. bzw. 30.6. ist. Die dürfen auch. Die sind ja jetzt bei anderen Spielern, bei anderen Vereinen gemeldet, aber die dürfen dann, weil sie verliehen sind, nächste Saison auch für den FC dürften. Weil auch die nicht als neu zu registrierende Spieler gelten, weil sie ja schon mal beim FC registriert waren in der Vertragslaufzeit, die gerade aktuell für sie ist. Genau. Jetzt schreibt 0,2 Kölschrei, ich bin jetzt erst dabei, muss eins loswerden, die FIFA hat ihr Urteil doch nur nach Lesen der Schrift dazu gefällt. Der FC hat unter anderem auf den Ex-Präsident von Ljubljana benannt, wenn man als Beschuldigter Beweispflicht hat, sollte man auch zumindest die Zeugen hören. Da sagte der Khaled, dass der absolute Großteil der Verfahren, die die geführt werden, sind nur auf Akten, nach Aktenlage. Und nur in Ausnahmefällen, wenn es unklar erscheint, kann sozusagen, kann die Leute gehört werden, muss aber nicht. Und da das sozusagen, wenn dann das Gericht entscheidet, okay, das ist eindeutig hier, nach Aktenlage, dann hören sie halt keinen. Also es ist eher die Ausnahme, dass jemand kommt, als die Ausnahme ist nicht, dass nach Aktenlage entschieden wird. Das ist natürlich scheiße, aber es scheint so zu sein, ne? Aber auch das ist keine Neuigkeit, auch das ist bekannt. Also sollte Profifußballverein in der ersten Fußball-Bundesliga bekannt sein. Ja, genau. Das sehe ich genauso wie ihr. Aber ich glaube, ich finde den Vorschlag von Keller gar nicht so schlecht, den er heute in diesem, es ging ja heute so ein 16-minütiges Interview mit ihm per Video rum, wo er den ganzen Reportern von Geißblog und ARD und so weiter Rede und Antwort gestanden hat. Und da hat er als eine Option auch gesagt, wir können ja auch mal an ein reguläres Gericht gehen, also nicht Sportgericht, sondern ein ordentliches Gericht, und mal fragen, ob diese Beweislastumkehr überhaupt rechtens ist oder nicht gegen europäisches Recht verstößt. Also, aber das ist ganz kurz, lass mal ganz kurz. Ja. Mir ist schon klar, dass
Gesetz und Gerechtigkeit zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Das verstehe ich schon. Ne? Trotzdem mit meinem laienhaften Rechtsempfinden ist das total beschissen, dass du beweisen musst, irgendwas nicht getan zu haben. Also das ist ja so, wie wenn ich jetzt zu irgendeinem Freund von mir sage, ey, du hast deine Frau betrogen und das erzähle ich deiner Frau, außer du beweist mir, dass du das nicht getan hast irgendwie. Das ist jetzt gleich in grün. Also ich finde das gar nicht so schlecht, einfach mal zum ordentlichen Gericht zu gehen und dann mal die FIFA so richtig schwitzen zu lassen. Aber das Problem ist folgendes. Also ich bin ja relativ häufig in irgendwelchen arbeitsrechtlichen Prozessen. Ne? Das Problem ist einfach, das kannst du machen, und dann bin ich nicht sicher, ob die FIFA das jetzt beeindruckt oder nicht. Das kann sein, das sind ja Mutmaßungen. Aber bis das rechtskräftig geklärt ist beim ordentlichen Gericht, hat das erstmal Bestand. Und ich sag mal so, schon im Arbeitsrecht, um was rechtskräftig zu kriegen, bist du mindestens 3 bis 4 Jahre dabei. Ne? Mhm. So, das heißt, bei so einem Gerichtsverfahren, was wahrscheinlich dann noch zum BAG verwiesen wird oder zum EuGH oder was weiß ich, ja, da bist du wahrscheinlich 5 Jahre dabei. In den 5 Jahren spielen wir aber schon in der 4. Liga, ne? Und haben wahrscheinlich nicht mehr Kohle, das weiterzuführen. Das heißt, dass der Keller das sagt, das hört sich alles gut an. Und sag mal, wenn man das so live sagt, man, ja genau, jetzt zeigen wir uns denen. Wenn man das aber mal genau durchdenkt, aus meiner Sicht sind das alles nur Nebelkerzen, weil das wird uns alles nicht retten. Ne? Da sollte man lieber, die Leute sollten sich wirklich Gedanken machen, ob man, wie man sozusagen vom Worst Case wenigstens noch ein bisschen wegkommt, weil viel mehr wird man, glaube ich, nicht schaffen. Und sollte nicht versuchen, irgendwelche gut klingenden Sachen in den Raum zu stellen, wo aber jeder, der 3 Sekunden drüber nachdenkt, sagt, das hört sich zwar gut an, aber was soll uns das jetzt helfen? In der aktuellen Situation hilft uns das 0,0. Ja, ich glaube halt tatsächlich, unser Ziel muss das sein, irgendwie die Sommertransferperiode 2023, 2024 zu retten und da nochmal richtig ordentlich dann Geld zu investieren und vielleicht diese Strafe dann mit viel Glück auf eine Transferperiode runterbrechen, also die Wintertransferperiode. Da passiert ja meistens so viel nicht, außer dass man Davy Selke kommt, aber da kann man vielleicht noch irgendwie überbrücken, wenn man vorgegriffen hat. Wobei, da möchte ich direkt einhängen. Auch diese Frage haben wir, ich weiß nicht, on air, off air mit Khaled besprochen. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass eine im FIFA-Strafenkatalog definierte Strafe vom CAS runtergebrochen und reduziert wird. Ja, vielleicht wäre es sogar besser, wenn wir es halt schaffen, die Suspension zu erwirken, dass dann halt das nach hinten sich verschiebt. Also nicht Sommer, Winter, sondern Winter und der darauffolgende Sommer, die beiden Strafen werden. Dann könntest du halt zumindest noch eine Transferperiode lang Vorgriffe tätigen. Könntest du, dir fehlt aber die finanzielle Kraft, es so zu machen, wie es zum Beispiel Chelsea gemacht hat. Ja. Die hast du beim FC halt momentan nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass das... Man müsste halt finanziell Vorgriff machen, ne? Was natürlich schwer wird, weil man nicht weiß, in welcher Liga man spielt. Da müssten wir erstmal wieder Berlau aus Stuttgart zurückholen. Und dazu kommt, was da fallet, was man ja als Fan nicht so sieht, ist, das ist ja die Perspektive des Spielers, also eines Arbeitnehmers im Prinzip, der ja möglichst erfolgreich seine Arbeitnehmerlaufbahn gestalten will, logischerweise. Und wer geht zum Club, wo er weiß, das nächste Jahr können wir uns nicht verstärken, egal was passiert, und ich bin an den Laden gebunden, da wird doch niemand, der Ambitionen hat, erstmal hingehen. Ja, aber es gibt ja auch Spieler, die gehen zu Greuther Fürth, wenn die in der ersten Liga spielen, obwohl er auch weiß, die steigen wieder ab. Ne? Also Spieler gibt's schon, ob die jetzt Ambitionen haben oder die ganz, ganz hohe Qualität, ist eine andere Frage. Aber da wir ja eh nicht in diesem hohen Regal fischen können, glaube ich schon, dass ein paar Leute auch vom FC und den Projekten von Baumgart auch als Trainer überzeugen kannst. Aber wo wir gerade von Liga-Zugehörigkeit reden, sollen wir doch mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Wenn wir uns mal vorstellen, dass dieses Urteil rechtskräftig wird und wir im Sommer und Winter jetzt keine Leute transferieren können, würde ich gerne mal mit euch so ein paar Streitfälle durchgehen, um mal zu gucken, ob der Kader dann noch Bundesliga-fähig wäre oder nicht. Also du musst dann doch zum Beispiel eigentlich Kingsley Schindler als Benno-Backup einen neuen Vertrag anbieten, oder? Sponsel kommt zurück. Kingsley Schindler spielt. Ja, aber Sponsel war jetzt ja ewig lang verletzt, ne? Also. Ja, aber Schindler spielt beim Baumgart-Fußball in der Regel auf der rechten Verteidigerposition. Maiko Sponsel ist für mich, das, was ich zumindest damals von ihm gesehen habe, als er das FC-Trikot noch getragen hat, ich verfolge ihn bei Essen jetzt gerade nicht, rechter Verteidiger und ein hochtalentierter rechter Verteidiger. Und da könntest du das Risiko dann gehen, auch unter der Prämisse,
Gelder einzusparen, dass du als Benno Schmitz Backup Maiko Sponsel setzt. Das hielte ich schon für eine durchaus praktikable Lösung. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Kingsley Schindler defensiv rechts, ne, ist immer unterirdisch. Also wenn er im Offensiven, also ne, rechts außen spielt, dann mit seiner Geschwindigkeit, da hat er ja auch so ein paar Joker-Pässe oder Tore auch schon gemacht. Aber immer wenn der für Benno rein musste, weil keiner mehr da war, fand ich es immer unterirdisch. Also da ist aus für mich der Kosten-Nutzen-Faktor nicht gegeben. Also den würde ich nicht dafür verlängern. Ja, wobei wir natürlich wissen, dass Baumgart, hat er auch in diesem Interview mit dem Geißblock nochmal gesagt, der sieht halt, dass ein Nachwuchsspieler 2 Jahre brauche angeblich, um sich zu akklimatisieren in der Bundesliga und dass er eher auf erfahrene Spieler setzt. Also ich weiß nicht, ob Baumgart eurer Argumentationslinie folgen würde. Obwohl ich auch kein Fan vom King als Rechtsverteidiger bin, also gar keine Frage. Wahrscheinlich, ne? Wird er nicht folgen, sonst wird er mal auch vor der 65. wechseln, aber das heißt ja nichts. Ja. Ja, also das wäre so eine Personalie. Der Panther kann sich auch Hoffnung auf einen neuen Vertrag machen, oder? Du kannst ja nicht mit Köbbing und Schwäb in die Saison gehen. Klingelingelingeling, wer darf denn dann bezahlen? Ja, gut, da brauchst du halt ein FIFA-Urteil, damit du mal recht behältst, aber ja, so ist es. Egal. Ja, das sind außergewöhnliche Umstände, da müssen wir erstmal, Da ziehen wir von Kass, ob wir überhaupt die Saison, ob wir das in die Saisonspende mit einem einspeisen müssen und bis dahin aufschiebende Wirkung. Finde ich auch. Ich gehe dann eher mal den moralischen Weg. Wollt ihr wirklich 10 Euro mehr für einen guten Zweck nicht bezahlen? Nein, würden wir natürlich machen. Aber was würdet ihr denn tun? Würdet ihr nur mit Timo dann doch noch verlängern? Oder, jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Schwimmen, wenn der U21 gerade aktuell das Tor hütet, der Junge, der in Calgary war, aber wie heißt er noch gleich? Roloff. Oder ihn dann nach oben ziehen. 22 ist er. Ja, also ich würde nicht mit dem Panther verlängern. Also ich würde zu meinen Angeboten und Konditionen mit dem Panther verlängern. Ich würde nicht mich auf irgendwelche Spielchen einlassen. Was weiß ich, dass er, ich kenne die Zahlenwerte jetzt nicht, angenommen, der FC bietet ihm einen Vertrag zu 60% reduzierten Konditionen und er sagt maximal 50% reduzierte Konditionen. Ich würde mich nicht auf Spielereien einlassen, aber wenn der Panther die Konditionen vom FC annimmt, dann würde ich mit ihm verlängern, ja. Ich glaube, ich würde es sogar auch tun. Trotz meiner bekannten Timo-Liebe würde ich es trotzdem tun, alleine weil, was machst du, wenn Schwäbe sich irgendwie verletzt, ne? Verletzungen, auch Krankheiten, gerade im Zeitalter von Corona geht es ja leider Gottes schneller mit Erkrankungen als vorher. Glaube ich schon, dass du da einen guten Backup auch immer brauchst. Ja, finde ich halt auch. Da wird sich aber auch bei vielen, vielen Spielern jetzt das wahre Gesicht zeigen, tatsächlich. Die wissen ja genau, die sind jetzt in so einer Position, da können die eigentlich auf einen Blankoscheck ihre Wunschsumme draufschreiben. Der FC muss das bezahlen, weil sie sonst keinen Torwart mehr haben, keinen zweiten, der Bundesliga-Erfahrung hätte. Da bin ich halt mal gespannt, ob dann oder wie dann so ein Timo Horn tickt. Es wird sich auch zeigen, ob Jonas dann, also Jonas Hector dann verlängert. Glaube ich schon. Also ich glaube, Jasemann hat es geschrieben, ich weiß nicht genau. Ich bin dabei, dass, oder meine Meinung ist, dass wenn dieses Urteil rechtskräftig wird, dann steigen die Chancen, dass Hector noch ein Jahr bleibt. Weil dann will er seinem FC helfen. Ich glaube auch. Also dann zu gehen, wenn du nicht verletzt bist und eigentlich noch könntest, glaube ich, das bringt er nicht. Also ich glaube, das weiß ich nicht. So tickt der, glaube ich, nicht. Der ist ja schon ein Ehrenmann. Das siehst du ja daran, dass er alle anderen Angebote abgeschlagen hat, die jemals in seine Karriere reingekommen sind. Dass er selbst auf die WM da gepfiffen hat. Oder, ja, war eine WM, ne? Ja, in Katar, genau. Also glaube ich schon. Ich glaube, das ist das einzig Gute an diesem verfickten Urteil, dass halt Hector bleiben wird. Das ist aber das einzig Gute. Bukelf schreibt, Andersen wird noch wichtig werden. Also Leute, ich verstehe, wir sind alle unter Druck. Wir fühlen uns nicht gut, ne? Aber Andersen, ne? Ich will euch die Illusion nehmen, wird für diesen Verein nie wieder wichtig werden, weil er kann jetzt noch nicht gerade auslaufen. Nee, die fangen aber jetzt schon an, die Kommunikation dahingehend zu ändern, dass er in diesem dieser Saison spielt. Ja. Der hat doch schon, wir waren ja, als wir beim Mucki Banner Spiel waren, hat er doch auch Autogramme gegeben. Ja. Also ja, da habe ich noch gesagt, ey, das haben sie im Bestand bestimmt im Vertrag, er muss irgendwie 3-mal Autogramme geben und war nur 2-mal und dann haben sie ihn, um ihn abzufacken, dann nach Köln fliegen lassen. Weiß nicht, wo er jetzt gerade wohnt und da abends bei 3000 Leuten bei 16 Grad und leichten Nieselregen Autogramme geben zu müssen, die wahrscheinlich wenige wollen. Aber ich meine, der ist aber wieder sogar im Mannschaftstraining tatsächlich. Ja,
Er ist wieder dabei. Ja, ja, also der musste nur eingeflogen werden. Der war schon da. Der Bookelf hat uns auch jetzt, also, ne, Scherz, ne? Ja, ich wollte auch, sowas. Ist der auch gemeldet, der Scherz? Ja, Scherz, genau. Vielleicht kann es ja McKenna noch, der ist ja auch gemeldet beim Verein, naja. Ja, den treffe ich mal beim Brötchen und ich werde ihn drauf ansprechen. Ja, frag mal. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn Anderson kniefit ist, ich glaube, dann musst du den verlängern. So krass das ist, aber Dietz, Tigges, Selke. Aber Dietz kommt doch zurück. Ja, der kommt zurück, klar. So, und Selke hast du. Du hast Tigges vorne drin, du hast Adamian vorne drin. Limnios wird in der nächsten Saison dann auch eine größere Rolle spielen. Den kannst du auch zumindest als schnellen Spieler, vielleicht könnte man ihn sogar mit Adamian im Wechsel laufen lassen. Dann hättest du da auch nochmal einen gefühlten Neuzugang. Da könnte noch was gehen. Also das ist, ja, vielleicht ist das ein Strohhalm, an dem ich mich greife. Vielleicht ist es aber auch wirklich, dass es ja, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, Dennis, dass die Spieler jetzt ihr wahres Gesicht zeigen und dass es dann vielleicht auch gar nicht so schlecht werden wird, wie wir uns das jetzt ausmalen. Also das hoffe ich zumindest. Ja wo dann, sind die Adamian-Hater jetzt? Ne? 4 Jahre, viel zu lang. Ey, ein Glück, dass wir 4 Jahre haben. Ja, das war alles schon vorausschauend. Lämperle genau wird ja auch noch gewählt. Ja, genau wie die Vertragsverlängerung mit Lämperle. Wir haben ja gerade erst bis 24 mit dem verlängert, zum Glück. Das heißt, der ist ja noch jetzt dabei und nicht von dieser Schwere da betroffen. Und Baumgart sagt ja, die brauchen 2 Jahre, bis sie in der Bundesliga angekommen sind. Diese 2 Jahre hätte er dann im nächsten Sommer rum. Thielmann hat nächstes Jahr eine Operation bzw. Verletzungs- und krankheitsfreie Saison vor sich. Ja, hoffentlich. Also das wäre natürlich gut, aber natürlich wird er auch durch jede Verletzung, die er schon hatte, jetzt immer zurückgeworfen. Also da muss man gucken. Aber Lämperle ist natürlich eine Option. Also wenn es nach mir geht, spielt er jetzt schon all die Minuten, die Adamian halt spielt oder andere Spieler, ist ja egal. Klar, also ich hätte ihn schon längst mal irgendwie weiter nach vorne gepusht, als Baumgart es tut. Aber wir sehen ja, dass Baumgart nicht so der ganz große Fan der eigenen Jugend ist. Also zumindest mit Worten ja, mit Taten so semi. Und ich bin da schon ein bisschen bei Yazımat. Von allen da vorne ist Anderson der Einzige, schreibt Yazımat, der schon mal bewiesen hat, dass er eine Bundesliga konstant treffen kann. Ah, Selke hat es auch schon gemacht. Ne? Konstant war Selke nie. Ja, aber Anderson da auch nicht. Das war doch bei Union. Berlin. Doch, ja, ja. Ja, aber doch. Wie viele Jahre denn? 2 Saisons? 1 Saison? Ja, das ist gut. Habe ich zu Recht nicht beobachtet gemacht. Da. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir gerade vorne im Sturmzentrum jede Menge Luft nach oben haben. Aber ich glaube wirklich, dass da Selke, der hat ja auch schon Nationalmannschaft gespielt. Der hat ja auch bei Hoffenheim, auch echt gut gespielt. Und Adamian jetzt, oder wer? Nee, Selke meine ich jetzt. Selke war bei Hertha und bei Bremen. Der war auch bei Red Bull und ich glaube, der ist von Hoffenheim zu Red Bull gegangen. Nee, der war nicht mal. Ich hab jetzt kein Gerät zum parallelen Googlen da hier liegen, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich glaube, der hat schon 1 oder 2 gute Saisons gespielt, aber klar, der braucht jetzt mal eine Konstanz, muss man häufiger zum Einsatz kommen. Vielleicht klappt es dann ja auch wieder, es ist seine letzte Chance und er ist nicht umsonst so hoch gejubelt worden in der Vergangenheit. Also ich hoffe mal, auch da hoffe ich. Also ich habe gerade echt ganz viel den Faktor Hoffnung in den Worten und in den Augen. Und Ich hab's hier. Also gespielt, selbe Säcke, Hoffenheim Jugend. Ja, in der Jugend, klar, aber nicht im Herrenbereich. U17, U19, dann Bremen U19, Bremen 2, Bremen 1, RB Leipzig, Hertha BSC, Bremen, Hertha BSC, 1. FC Köln. Ja, also in der Jugend bei Hoffenheim, aber nicht im Herrenbereich. Ja, genau. Ja, das ist okay. Ja. Gut, Skiri wird gehen, der wird sich davon jetzt nicht beeinflussen lassen, dass da jetzt ist ja auch, also kann mich auch nicht verübeln, das ist ja die letzte Chance für ihn nochmal den Absprung zu machen. Der ist in einer anderen Phase der Karriere als Hector jetzt, wo es ja eher nur noch darum geht, ob ich jetzt oder in 2 Jahren meine Karriere beende. Da ist ja Skiri jetzt gerade vor seinem letzten großen Vertrag. Kann man ihm nicht so richtig zum Vorwurf machen, finde ich. Ja, und dann muss man ja gucken, also defensives Mittelfeld, Jonas Hector, Lukas Nottbeck. Ich bin an Bord. Leute, das werden sehr düstere Spiele, ich sag's euch jetzt schon. Gut, auf der anderen Seite auch die Frage, die mir gerade von einem Zuhörer im privaten WhatsApp-Chat zugeschickt wurde,
liebe Grüße an der Stelle. Welche Top-Verpflichtung hätten wir denn ansonsten erwartet? Wäre da überhaupt irgendwas gekommen, außer Quantität? Wäre da auch richtig was Qualitatives bei rumgekommen? Ja, Leert auf jeden Fall. Ne? Also Paccarada, der wäre ja so der größte Verlierer dieser ganzen Nummer, stand jetzt. Gut, er hat ein offizielles Arbeitspapier. Klar, und darf er nicht spielen. Verleist ein Jahr länger nach St. Pauli. Ja, und dann ist er 30. Juhu. Also, fair. Ja, aber die Frage. Ja, Touché. Das finde ich aber, also jetzt mal ganz ehrlich, ne, wir haben schon gute Leute gehört. Natürlich sind da jetzt keine, wir haben jetzt keinen Lewandowski geholt, ne? Aber Hüseyin Basic, ja, hat 50.000 gekostet, aber guck mal, was der Junge macht, ne? Martell und so. Wir haben uns schon verstärkt, ja. Wir sind jetzt nicht unter den Top 5 der Bundesliga, aber man muss ja mal gucken, was haben wir ausgegeben und was haben wir bekommen, ne? Und dafür finde ich, ist der Schnitt ganz gut. Also überleg mal, liebe. Also es geht ja auch ein bisschen darum, in die Breite des Kaders zu investieren, ne? Also du kannst ja nicht mit nur einem Rechtsverteidiger und nur einem Torwart in die Saison gehen. Da hättest du ja auf jeden Fall was tun müssen. Du kannst auch nicht nur mit Martel und Ljubicic auf der Doppel-6 spielen. Auch wenn das beide wirklich tolle Spieler sind und Martel das richtig gut macht für sein Alter. Aber da noch so einen erfahreneren Mann zu holen, wäre schon der Plan gewesen, glaube ich. Ja, es ist, also was ich damit einfach sagen will, ist, was habt ihr für Supertransfers erwartet? Natürlich, wir sind der FC-Fans, gar kein Supertransfer, aber ich habe mir natürlich schon erwartet, dass wir, oder das kann man ja auch erwarten, dass man einfach einige auch Nachwuchsspieler holt und so Hoffnungsspieler oder wie Davy Selke, Leute, die eventuell nochmal, also so ein bisschen Union Berlin-mäßig, die so einen Karriereknick haben und nochmal aufwachen können. Das muss natürlich nicht funktionieren, siehe Andersen, aber das kann funktionieren. Und ich finde zu sagen, ja, wäre eh keiner gekommen, das ist mir zu negativ. Ne? Habe ich nicht gesagt, habe gefragt, wer. Nee, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, klar. Nein, ja, wir brauchen ja auch einen Zehner zum Beispiel. Also wenn Verona diese Ausstiegsklausel für Duda zahlt, ist der ja auch weg. Und dann haben wir ja wirklich gar keinen richtigen kreativen Spielmacher mehr, weil auch keiner weiß, wann Marc Uth jetzt mal jemals in seinem Leben zurückkommen wird. RW schreibt noch, wir hätten auch so einen Martel 2.0 Transfer tätigen können, ablösefrei gekommen, jetzt 6,5 Millionen Marktwert. Ich glaube, Martel war nicht ganz ablösefrei, ich glaube, der war 500.000 oder sowas. Ja, aber trotzdem, es geht mir halt wirklich eher um die Breite und darum halt so ein paar Problemstellen zu lösen. Und was ja auch so ein Problem ist, wenn jetzt irgendein Spieler das Angebot seines Lebens bekommt, Hübers wird von Bolton Wanderers angesprochen, hier kriegst im Jahr 13 Millionen Euro netto. Den kannst du ja nicht gehen lassen dann. Oder Schwäbe oder was weiß ich, Jubi. Die kannst du ja alle nicht gehen lassen. Und dann hast du da halt so 3-4 unzufriedene Spieler, die genau wissen, die hätten sich dumm und dämlich verdienen können, in England spielen können, irgendwo beim geilen Verein und müssen jetzt noch ein Jahr hier Abstiegskampf vom FC machen. Das ja, bringt das Urteil mit sich. Das ist genau die Gefahr. Das ist halt einfach eine ganz beschissene Situation neben der Sache, dass du halt auf dem Transfermarkt gerade gar nichts machen musst und machen brauchst, ist das die nächste Sache, die dieses Urteil jetzt schon mit sich bringt. Und wenn irgendwelche Vereine irgendwelche Spiele haben wollen, dann nutzen die sich das natürlich auch komplett aus. Ja, und Chabot verpflichten ist dann eigentlich alternativlos, egal welchen Preis. Aber die Frage ist, nur oder was das aufruft. Die Frage hat Daniel ja auch schon gestellt und berechtigt auch seinen Kommentar in dem Interview mit Rallet dazu beigetragen. Genua beobachtet das ganze Geschehen jetzt auch. Klar. Ja, also, und wenn Genua da jetzt einen hohen Betrag aufruft, weil sie wissen, dass wir keinen anderen Innenverteidiger holen können. Ja, absolut. Da musst du jetzt halt wirklich, weiß ich nicht, irgendein Tafelsilber in der Geschäftsstelle verkaufen oder Christian Keller muss hier nach Hamburg auf die Reeperbahn kommen und andere Geldquellen mit seinem, egal, ich spreche jetzt nicht weiter, das hören ja Schüler zu, also ihr wisst, was ich sagen wollte. Naja, du musst halt irgendwie dann halt, das, was immer die aufrufen, du musst es halt bezahlen, weil du kannst nicht mit Hübers, Soldo, Kilian und Patatukanda in die Saison gehen, das geht nicht. Da muss sich Hübers nur verletzen und dann ist Holland in Not, also boah, das wird richtig, richtig hart. Ja. Ist es denn der Abstieg? Das ist ja meine provokante Frage hier auf dem Thumbnail. Was sagt ihr? Ist das quasi so ein versteckter Zwangsabstieg jetzt? Oder wie schätzt ihr die Lage ein, wenn das Urteil Bestand haben sollte? Mach du, Erik, sorry. Es steht und fällt in erster Linie mal damit, wer von unten hochkommt.
wenn Darmstadt und Heidenheim aufsteigen, guter Punkt, glaube ich, dass die Chancen für uns exorbitant höher sind, als wenn der HSV aufsteigen wird. So. Das glaube ich übrigens nicht. Also da können wir gleich drüber reden, aber machen wir weiter. Auch wenn St. Pauli noch da mit reingeht. Dann ist natürlich die Frage, wer geht runter? Also auch da sind natürlich auch einige Vereine in der Verlosung, die, ich glaube, Hoffenheim, wenn die in der Liga drin bleiben, ist das ein Gegner, der uns nächste Saison schwerer liegen wird als Schalke oder Stuttgart jetzt zum Beispiel. Insofern ist es sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, wenn wir das Glas jetzt als halb voll betrachten, hast du den Kader der nächsten Saison zusammengehalten, weil du kannst ja auch nicht abgeben. Du kannst nicht nur neu zulegen, sondern abgeben ist auch so gut wie unmöglich, weil dir die Alternativen fehlen. Das heißt, du hast einen eingespielten Kader, mit dem du dann in die neue Saison reingehst und das ist natürlich dann auch schon mal ein großer Vorteil. Ne? Und dementsprechend wird es natürlich ein Kampf gegen den Abstieg werden, aber ich glaube nicht der Abstieg und erst recht, und da bin ich mir ganz sicher, schon vor Beginn der neuen Saison als erster Absteiger festzustehen, nein. Was mir hier zu wenig betrachtet wird, ist, ob wir überhaupt dieses Jahr durchkommen. Ne? Also die erste Frage ist erstmal, schaffen wir überhaupt dieses Jahr, also es sieht ja ganz okay aus, aber also was passiert, wenn wir dieses Jahr runtergehen? Dann wird es richtig dunkel. Ne? Als Derby-Sieger steige ich nicht nochmal ab. Okay, weil dann kommst du auch nicht mal erstmal hoch, dann hast du HSV 2.0. Ne? Aber trotzdem, ich finde, dass wir jetzt nicht mehr grandios im oberen Mittelfeld einlaufen in diesem Jahr, ist wahrscheinlich jedem klar. Es geht ja nur darum, nicht mehr ganz unten reinzurutschen. So ist auf jeden Fall meine Sicht der Dinge. Das heißt, wir sind jetzt schon ziemlich am Limit. Und ja, Doppel-, Dreifachbelastung in der ersten Saisonhälfte, alles schön gut. Aber wenn du jetzt da Schlüsselspieler verlierst und nicht nachlegen kannst, dann bist du doch sofort unten drin nächstes Jahr. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man das kompensieren will, ohne dass man Leute holt. Und der Kader ist eh schon dünn, dann lässt man sich 2-3 Leute verletzen, ne? Hier Ljubicic und so, ihr erinnert euch dran. Da stehst du da, ja. Ja, aber wenn Ljubicic sich nach Schließung des Transferfensters verletzt, standen wir diese Saison auch so da, ne? Also das ist halt die Sache. Und die andere Sache, ich glaube weiterhin daran, dass wir nicht absteigen werden und wir werden auch keine Relegation spielen müssen. Ob wir jetzt, wie ich immer prognostiziert habe, zwischen Platz 8 und 12 einlaufen oder letzten Endes final auf Platz 15, ist letzten Endes Wumpe. Ich glaube nicht, dass wir absteigen werden und ich glaube auch nicht, dass wir Relegation spielen werden. Dafür ist die Liga im unteren Tabellenbereich zu schwach und dafür ist der FC zu gut. Es wäre natürlich auch typisch FC, jetzt das Derby einfach ganz unaufgeregt 2-0 zu gewinnen. Das habe ich jetzt ein paar Mal gedacht. Also dadurch, dass jetzt alle darüber reden, redet ja keiner mehr über die sportliche Krise aus der letzten 5 Spiele. Die Spieler können sich jetzt konzentriert auf das Spiel vorbereiten, ohne Störfeuer von außen zu bekommen. Kann ja auch zusammenschweißen. Das sehe ich auch als Chance. Dass die Mannschaft jetzt auch sagt, so, hey Leute, jetzt erst recht, wir spielen nächste Saison zu größter Wahrscheinlichkeit genauso wieder zusammen. Hey komm, lass uns die Bauern wegknallen. Ja, kann ich auch verstehen. Der letzte Derby-Sieg, also der Rex-Bescheid-Derby-Sieg, der war ja in einer ähnlich kaputten Situation, bevor ja alle über Spattengeld geredet haben und so. Soll passieren. Ja. So, bin ich mal sehr gespannt. Naja, gut. Ich glaube, das müssen wir jetzt für heute dabei bewenden lassen. Wir haben ja am Sonntag schon wieder eine reguläre Aufnahme. Da sind ja auch Marco, ich weiß gar nicht, ist Marco dabei am Sonntag? Ich glaube schon, ne? Oder? Reik ist ja leider noch in seinem Wellnessurlaub da irgendwo. Nee, Reik ist, wenn wir Aufnahme haben, auf dem Rückweg vom Derby-Sieg. Ja, weiß ich, das meine ich ja mit Wellnessurlaub. Ach so. Okay. Ja, also Reik ist nicht dabei, ich glaube Marco schon. Und wir drei wahrscheinlich auch, oder? Weiß ich nicht, Daniel nicht. Ach egal, ihr werdet es sehen. Hört am Sonntag rein, dann seht ihr, wer da ist. Ich weiß es selber anscheinend nicht. Ich bin da und Erik auch. Und dann reden wir zu zweit. Dann soll es das für heute mal gewesen sein. Ich bedanke mich noch einmal bei euch beiden, Erik und Daniel, dass ihr so spontan das Interview mit Khaled durchgezogen habt, dem ich auch ganz herzlich danken möchte an dieser Stelle. Und Wollte ich gerade sagen, ja. Dank mal eher ihm. Wir waren nur schmückendes Beiwerk. Ja, trotzdem habt ihr auch euren Alltag darum jetzt umgebaut, um das machen zu können. Also ist auch nicht komplett unerwähnenswert. Und vor allen Dingen danke ich euch, dass ihr jetzt heute in diesem Livestream, der ja auch spontan war, mit dabei wart. Und wie gesagt, wir hören uns alle am
am Sonntag wieder in alter Frische. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Macht es gut, bleibt gesund und lasst euch nicht von der FIFA ärgern. Tschüss. Macht's gut, ciao. Tschö. Ciao.